Hallo, willkommen zurück. Diesmal haben wir nochmal vor, noch ein paar Pokémon zu fangen. Und zwar die seltenen Pokémon in der Traumbrache und die seltenen Pokémon im Wald. Wie ihr wisst, damit es nicht so lange dauert, habe ich die Sheets an. Deshalb brauche ich nicht auf diese Teile zu warten. Bei mir funktioniert es auch beim normalen Kampf. Glaube ich zumindest. Ah, ein Chingling. Oder Pingping. Deshalb werde ich in diesem Fall auch keine Rücksicht darauf nehmen. Merkt euch nur, dass ihr das nur fangen könnt, wenn ihr da den entsprechend in diesen entsprechenden hohen Gras geht. Ja. Das Ganze entwickelt sich zu so ein Pokémon, das sieht aus wie so eine Glocke mit so einem Tuch unten dran. Okay, ich brauche keinen Namen. So. Das ist ebenfalls eins der neuen Pokémon, oder? Dieses Pokémon ist das Pokémon, was bei diesem Shaking Gras am häufigsten erscheint. Und das hat durchaus einen Vorteil, denn dieses Pokémon ist ganz gut dazu geeignet, um zu trainieren, denn es erzeugt extrem viel Erfahrungspunkte. Sonst ist es so, außerdem ist es ja in dieser Welt hier so in Unova die Ersatz für das, zumindest in der Fernsehserie, für das Genera. Und es ist auch, hat auch diese Aufgabe, es ist ein Heil-Pokémon. Okay, und hier seht ihr eins der legendären Pokémon, Jirachi. So, okay. Fragt ihr euch jetzt vielleicht, hä, was? Legendäres Pokémon? Das hat er natürlich nur durch Sheet bekommen. Mehr oder weniger ja, allerdings. Es gibt in dieser Welt sämtliche legendäre Pokémon auch. Und diese erscheinen zum großen Teil beliebig häufig oft. Also man kann jetzt viele der legendären Pokémon mehr als einmal fangen. Ja, das ist tatsächlich auch richtig, ich hab's nochmal überprüft. Das sind die legendären Encounters, so nennt man sich hier, sind einfach nur ganz normale Kämpfe, die sind super selten. Jirachi zum Beispiel erscheint im Gras und das Special in der Traumreiche. Weil Träume und Wünsche sind halt nah beieinander. Das ist bis hier. Zum Prozentwert von 1%. Das heißt extrem selten. Aber man kann es bekommen. Allerdings werde ich die meisten seltenen nicht benutzen, auch wenn die vielleicht stärker sind. Nur wenn ich halt, also ich werde vermutlich normalen Pokémon größtenteils benutzen. Oder vielleicht am Ende dann mal ein One mit legendären Pokémon durch die Champion Liga. Das wäre ganz lustig, finde ich. Ein Stahl-Pokémon ist das? Psycho-Stahl, interessant. Nein, das will ich nicht. Okay, also, das ist hier tatsächlich auch das einzigste legendäre Pokémon in diesem Bereich. Sunfell oder Solrock? Ist ebenfalls ein Special-Gebiet-Pokémon und ist auch ein relativ schwierig zu bekommenes, denn es hat etwa eine Wahrscheinlichkeit von 10%. Wobei das ist eine, die gefühlte Wahrscheinlichkeit ist noch geringer. Bei den zig Versuchen, die ich hatte, um so ein Zollrück zu bekommen, habe ich zigmal Togepi gesehen und nur ein paar Mal Jigglypuff.
Wobei Togepi ist seltener als Jigglypuff hier oder was andersrum. Auf jeden Fall, das seltenere habe ich häufiger gesehen als das andere. Das ist ein Gesteinszüchter-Pokémon. Und ein Lunatone. Das ist, glaube ich, ebenfalls Gestein-Psycho. Ja, ebenfalls Gestein-Psycho. So, mal gucken, was als nächstes kommt. Ein Togepi. Ja, das kann man hier auffangen. Und das ist eins der häufigeren Pokémon. Die häufigen Pokémon sind hier Ardino, Togepi, Cleffer, also die Vorentwicklungsstufe von Clefairy, Pipi, also Pi. Und Pummeluff, ich habe keine Ahnung, wie auf das und die Vorentwicklungsstufe von Pummeluff. Was ich ganz lustig finde, es gibt ja auch den Manga zu dieser Serie, zu dem Pokémon-Zeug. Da gibt es ein richtig böses Togepi. Das ist toll. Ah, Fluffeluff heißt das hier. Ja, es scheint, ich muss gleich mal neue Pokébälle kaufen, weil ich finde die Tauchbälle auch wenn es komplett egal ist, aber so ein bisschen Stil halt. Ja, ebenfalls ein Ballon. Das ist ja eins der Pokémon, die sich durch Zuneigung zum Trainer entwickeln. Und ein P. Ja, Sternform. Okay. So, okay, hier haben wir jetzt alle Pokémon. Na, komm, und jetzt gehen wir in den Wald und fangen da noch welche. Es gibt zwar auch ein paar Spezial-Pokémon auf der Route 1, aber irgendwie habe ich da es noch nie geschafft, Gras zu bekommen. Deshalb vermute ich jetzt, dass man kann ja auch danach noch mit Surfer weiterkommen, dass man da irgendwie weiterkommt dann mit dem. So, hier das brauche ich ja gar nicht. Hier gibt es folgende Pokémon, und zwar Ardino, das wir auch schon nach oben gefangen haben. Skiddy, ich habe keine Ahnung, wie das Pokémon heißt. Eneko. Dann Ninkada. Das ist dieser Käfer, gegen den N mit uns gekämpft hat. Und dann noch vier weitere Pokémon. Und mit jeweils 5% Chance. Und zwar Dustox, Smetbull, Bibor und Beautifully. Die deutschen Namen könnt ihr euch nachdenken.
Ja, diese Pokémon kann man hier auch noch fangen. Da ich schon all diese Pokémon habe, werde ich die noch nicht nochmal jetzt euch zeigen, weil das ist ja Schwachsinn. Das würde ja nur eure Zeit kosten, also beschränken wir uns auf ein zweites Eneko. Beschränken wir uns auf Skiddy und Ninkada. Ninkada entwickelt sich übrigens, also wenn es sich entwickelt, auf Stufe 20. Das ist ganz interessant, und zwar ich weiß nicht, ob man einen Platz frei haben muss, aber man sollte auf jeden Fall noch einen weiteren Platz frei haben und einen Pokéball, weil dann entwickelt sich nämlich in zwei Pokémon. Einmal in Ninja Sack und Ninja Tom. Also das eine ist sozusagen die Hülle, das andere ist die, ist das in der Hülle geschlüpfte neue Insekt. So. Und Ninja Tom hat nur einen Lebenspunkt und ich werde es, glaube ich, mal ausprobieren, weil ich hatte es noch nie. Okay, damit ist es für dieses Mal der Schluss. Und beim nächsten Mal begeben wir uns auf die Route, Route 3 und beschäftigen uns ein bisschen mit der Pokémon-Pension und dessen Umgebung. Ciao!